Herzlich willkommen in Anis Welt. Bei diesem Ausflug führte mich die Straße der Megalithenkultur zu die Hohen Steine, auf Hochdeutsch die Hohen Steine, nach Spahn. Versteckt in einem Laubwald nördlich von Werlte befindet sich dieses sehr gut erhaltene Steingrab. Circa 100 Meter von der kleinen Seitenstraße entfernt bettet sich diese Anlage wunderschön in die Landschaft ein. Oder ist es umgekehrt? Direkt gegenüber befindet sich ein kleiner Parkplatz. Interessant dabei ist der große Stein, der zusammenhangslos vor dem Parkplatz steht. Mir ist schon öfters aufgefallen, dass Bäume einen Bogen um diese kraftvollen Anlagen machen oder sogar absterben, wie hier auf dem Bild zu sehen. Es scheint, als wollten sie den starken Wurzeln der Bäume nicht die Kraft geben, diese Stätten zu zerstören. Was für eine Magie! Ein Glück für uns, denn so können wir noch in den Genuss dieser Energien kommen. Die Hohen Steine haben da einen ganz besonderen Reiz. Während meines Aufenthaltes dort besuchten viele Pärchen diesen anziehenden Ort. Eine gute Gelegenheit für mich, meine Edelsteine mit dieser Energie aufzuladen. Mit einer Länge von 29 Metern und 15 Jochen gilt diese Kammer als längste Kammer des Emslandes. Von den Decksteinen sind noch 14 zum Großteil situ erhalten. Wie bei jedem Dolm festzustellen ist, fehlt der äußere Steinring. Der Eingang befindet sich auf der Südseite. Liebevoll wurde ein Hinweisschild mit weiteren Informationen über die Lebensweise der Menschen zu jenen Zeiten aufgestellt. In diesem Steingrab wurden ca. 150 Scherben gefunden, ebenso Feuersteingeräte. Betrachten kann man diese im Landesmuseum von Hannover. Ich hoffe, dieser Ausflug hat dir Spaß gemacht. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne unter dem angegebenen Konto in der Videobeschreibung tun. Vielen Dank dafür. Sei auch bei meinem nächsten Beitrag wieder mit dabei. Deine Ani.